Lisa, bin 13 Jahre alt und gehe in die 8. Klasse des Julius-Echter-Gymnasiums in Elberfeld. Und letztens habe ich was Cooles entdeckt. Seht ihr das? Da wächst einfach ein Löwenzahn in einer Dachrinne. Da habe ich mir die Frage gestellt, wie kommt der Löwenzahn in die Dachrinne? Wenn man bezüglich des Löwenzahns recherchiert, findet man immer wieder das. Die normale gelbe Blüte und die Pusteblume, die jedes Kind kennt. Aber warum gibt es da so unterschiedliche Erscheinungsformen? Ganz einfach. Die normale gelbe Blüte wird ausgebildet, damit sich der Löwenzahn fortpflanzen kann. Die Pusteblume dient der Verbreitung. Ich möchte euch in meiner Präsentation erläutern, wie sich der Löwenzahn fortpflanzt und verbreitet. Denn damit klären wir auch die Frage, wie er in die Dachrinne kommt. Starten wir mit der Fortpflanzung. Doch bevor wir uns die Blüte des Löwenzahns genauer anschauen, die hat nämlich interessante Besonderheiten, schauen wir uns erstmal eine ganz einfache Blüte an, wie ihr sie zum Beispiel vom Kirschbaum kennt. Da haben wir neben den Kelchblättern nämlich auch Kronblätter. Viel spannender sind aber diese Teile hier. Der männliche Teil der Blüte, das sogenannte Staubblatt, und der weibliche Teil, der sogenannte Stempel. Neben dem Staubfaden haben wir hier die Staubbeutel. Darin wird der Pollen gebildet. Im Pollenkorn befindet sich die männliche Keimzelle, also das Spermium. Der weibliche Teil besteht aus der Narbe, dem Griffel und dem Fruchtknoten mit einer Samenanlage. Dort befindet sich die Eizelle als die weibliche Keimzelle. Bienen werden von den Blüten angelockt, um dort Nektar zu holen. Dabei bleibt auch Pollenkorn an den Bienen kleben, den sie so auf die Narbe einer anderen Blüte übertragen können. Das nennt man Bestäubung. Die Spermazelle wandert durch den Griffel bis zur Eizelle und es kommt die Befruchtung. Damit hat die Blüte ihre Aufgabe erfüllt und sie geht ein. Aus dem Fruchtknoten bildet sich jetzt die leckere Frucht. Im Inneren sitzt der Samen mit dem Embryo. Die Frucht wird von zum Beispiel Vögeln gefressen und an einer anderen Stelle wieder ausgeschieden. So kommt es zur Verbreitung. Schauen wir uns jetzt aber endlich die Fortpflanzung und Verbreitung beim Löwenzahn an. Der Löwenzahn gehört zur Familie der Korbblütler mit dem lateinischen Fachbegriff Asteracea. Was man hier sieht, ist nicht etwa eine einzelne Blüte. Nein, der Löwenzahn besteht aus bis zu 200 Einzelblüten, die sogenannten Zungenblüten. Beim Aufbau einer einzelnen Zungenblüte finden wir wieder bekannte Strukturen, wie wir sie gerade kennengelernt haben. Da haben wir ein einzelnes Kronblatt, das etwas wie eine Zunge aussieht. Daher auch der Name Zungenblüte. Was man hier noch sehen kann, sind die Staubbeutel. Die sind verwachsen. Und natürlich haben wir auch den weiblichen Teil mit einer zweiästigen Narbe, einem Griffel und dem Fruchtknoten mit der Samenanlage. Was man hier noch sehen kann, ist ein Haarkelch, der noch eine wichtige Rolle spielen wird. Beim Löwenzahn kommt es ganz normal zur Bestäubung durch Insekten und anschließend zur Befruchtung. Danach geht ja die Blüte ein und es bildet sich die Frucht, die der Verbreitung dient. Hierbei entfaltet der Haarkelch seine ganze Pracht. Es bildet sich nämlich die Frucht, die jeder kennt, der schon mal Spaß mit einer Pusteblume hatte. Diese kleinen Schirmchen, das ist eine Flugfrucht und hier befindet sich der Samen mit dem Embryo. Und wie werden diese Früchte nun verbreitet? Ganz klar, mit dem Wind. Es handelt sich ja um Flugfrüchte. Und damit haben wir auch schon unsere Frage geklärt, wie der Löwenzahn in die Dachrinne kommt. Die Flugfrüchte machen das möglich. Eine tolle Verbreitungsstrategie, oder?